Die heutigen Supercomputer sind unvorstellbar schnell und mächtig. Dagegen sind unsere PCs und Server nichts. Seit 1980 wird an einem Konzept gearbeitet und an Prototypen entwickelt für Quantencomputer. Sie würden nicht nur mit Bits und 0 und 1 rechnen, sondern mit sogenannten Qubits in drei Dimensionen, die unendlich viel mehr Zustände annehmen können und viele Prozesse parallel rechnen können. Wenn die Quantencomputer kommen, wird das ein nie dagewesener Sprung sein in der Computerleistung und im Effekt eine Revolution unserer Welt. Eine komplexe Aufgabe, für die der heute stärkste Computer 10.000 Jahre brauchen würde, würde ein Quantencomputer in 3 Minuten errechnen können. Und später in Sekunden. 10.000 Jahre heißt, die Aufgabe ist heute einfach nicht lösbar. 3 Sekunden aber heißt, die Lösbarkeit wird selbstverständlich. Das nennt man Quantenüberlegenheit. Und bisher war das alles Science Fiction. Dieser massive Sprung könnte früher kommen, als wir bisher annahmen. Er sollte eigentlich geheim bleiben. Aber im Oktober 2019 wurde unbeabsichtigt bekannt, dass ein Team bei Google die Quantenüberlegenheit erreicht hat. Konkret ist es Googles Quantenrechner gelungen, die Zufälligkeit der von einem Zahlengenerator zufällig erzeugten Zahlen zu beweisen. Eine speziell für dieses Experiment entworfene Aufgabe. Der derzeit schnellste Supercomputer würde für diese Aufgabe eben 10.000 Jahre brauchen. Der Google-Rechner Sycamore benötigte dafür nur 3 Minuten und 20 Sekunden. Da ist sie, die Quantenüberlegenheit. Neben Google sind die NASA, IBM und die kanadische Firma D-Wave Vorreiter auf diesem Gebiet und einige Geheimdienste. Aber was sind die Folgen? Alles, was der künstlichen Intelligenz heute an Fähigkeiten zugetraut wird, geht unvorstellbar viel schneller. Alle Lösungen, was wir bisher gar nicht finden konnten, finden wir. Perfekt gesteuerte Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, Raumschiffe, Medikamente und Impfstoffe in Sekunden entwickelt, das optimale Design eines Werkstoffes oder eines Gebäudes, die optimalen Entscheidungen in Gerichtsprozessen und sogar in der Politik. Wir können jede laute Maschine, jede laute Großstadtstraße, jedes laute Restaurant für uns absolut leise machen. Wir können nicht nur natürliche, physische, chemische Prozesse simulieren, wir können ganze Parallelwelten schaffen. Das Holodeck wird wahr. Quantencomputer werden zu einer unvorstellbaren Beschleunigung des gesamten Fortschritts führen. Aber Quantencomputer sind auch Waffen. Ein heute sicheres Passwort wird in Sekunden geknackt. Binnen weniger Wochen könnten alle Schlüssel weltweit geknackt sein. Und das wird passieren. Doch gleichzeitig können wir mit Quantencomputern kontern und weiterhin sichere Verschlüsselungen und Zugangssicherungen schaffen. Wir müssen den Gaunern zuvorkommen, unbedingt. Werden Quantencomputer das 21. Jahrhundert ähnlich stark prägen wie die bisher genutzten Prozessoren der letzten Jahrzehnte? Gehen Sie besser mal davon aus. Dennoch, niemand kann sagen, wann Quantencomputer wirklich genutzt werden können. Die ersten Anwendungen in Spezialdisziplinen kommen schon in wenigen Jahren wahrscheinlich. In der Breite kommen sie vielleicht erst 2050. Aber machen wir uns klar, die Zunahme der Leistungsfähigkeit ist doppelt exponentiell. Für die Mathematiker unter Ihnen, das heißt, dass der Exponent nochmal einen Exponenten hat. Für normale Menschen unvorstellbar schnelleres Wachstum. Es kann also passieren, dass die Revolution unseres Lebens überraschend früher kommt. Und jetzt? Nehmen Sie Quantencomputer auf Ihr Radar. Machen Sie so früh wie möglich Ihre Systeme sicherer durch mehrere Sicherheitsschichten. Finden Sie die Chancen, die für Ihren Beruf und Ihr Geschäft in Quantencomputern liegen, dann sind Sie früh dran und vorbereitet. Wie Sie sich persönlich und Ihr Unternehmen auf solche Entwicklungen vorbereiten und davon profitieren können, behandeln wir auf dem Leaders Vision Day. Ich gebe Ihnen dazu einen Link zu diesem spannenden Event. Have a bright future.